In diesem Tutorial werden wir uns eine der wichtigsten Grundlagen der Vektorgeometrie anschauen, und zwar die Linearkombination von Vektoren. Man kann es alternativ auch als geschlossene Vektorkette bzw. geschlossener Vektorzug bezeichnen. Als erstes will ich euch klar machen, was eigentlich überhaupt eine Linearkombination ist. Keine Sorge, das ist keine Linearkombination, sondern eher eine abstrakte Darstellung der Weltkarte. Und die werden wir jetzt nutzen, um Linearkombinationen besser zu verstehen. Gehen wir davon aus, eine Abiturientin, nennen wir sie Sophia, möchte nach der Abiturprüfung nach Los Angeles fliegen für ein paar Wochen. Also Los Angeles können wir uns irgendwo hier vorstellen und ich kürze es ab mit L. Natürlich wird sie von Frankfurt aus fliegen können. Von Frankfurt gibt es einen Direktflug nach Los Angeles. Den versuche ich jetzt ein bisschen hier anzudeuten. Also, das wäre eine Möglichkeit, einen Direktflug zu nehmen von Frankfurt. Allerdings eine ziemlich teure Möglichkeit, dieser Direktflug. Und sie hört von einer Freundin, dass sie auch nach Los Angeles geflogen ist, allerdings zum halben Preis über Mexico City. Also, das bedeutet, mit einem kleinen Zwischenstopp hier, ich kürze es ab mit M, Mexico City, sucht sie auch einen Flug, wo sie zuerst hier in Mexico City umsteigt. Und dann von Mexico City nach Los Angeles fliegt. So, was sich jetzt total nach Schwachsinn anhört, hat vektortechnisch auf jeden Fall eine große Bedeutung. Man kann es auch mit Vektoren beschreiben. Also man kann ja sagen, von Frankfurt nach Los Angeles, das wäre dann Vektor FL für uns, ist es das gleiche, als würde man erstmal von Frankfurt nach Mexico City fliegen, also Vektor FM, und dann von Mexiko nach Los Angeles. Das ist dann Vektor ML. Das, was wir hier jetzt aufgestellt haben, ist eine Linearkombination von Vektoren. Und ihr merkt, es geht ja nicht um die Entfernung. Natürlich ist die Entfernung größer über Mexico City als der Direktflug. Es geht ja auch nicht um den Zeitaufwand. Es geht darum, dass Richtungen im Raum zum gleichen Ziel führen und dass dieser Kette hier, diese Vektorkette, natürlich geschlossen ist. Und so auf diese Weise kann man auch in ein Koordinatensystem sozusagen geschlossene Vektorketten aufstellen, mit dem Ziel meistens Punkte in diesem Koordinatsystem zu bestimmen. Wir werden jetzt gleich anhand verschiedener Beispiele sehen, bei welcher Art von Aufgabenstellung uns Linearkombinationen in der Vektorgeometrie helfen können. In unserem ersten Beispiel suchen wir den vierten Eckpunkt eines Parallelogramms. Also, wir haben ein Parallelogramm ABCD. Die Punkte A, B und C sind in der Aufgabenstellung gegeben und wir suchen die Koordinaten des vierten Punktes, und zwar D. Um sich das besser vorstellen zu können, kann man sich zum Beispiel anhand einer Planskizze ein Parallelogramm vorstellen. Übrigens, wenn nicht anders vorgegeben, schriftet man dem Parallelogramm immer gegen den Uhrzeigersinn, wie ihr hier an Schaubild erkennen könnt. Und unser Ziel ist natürlich, dieses Punkt hier D zu bestimmen. Also das ist gesucht. Und wir erinnern uns, vorher haben wir das Prinzip der Linearkombination ein bisschen kennengelernt. Also, es ging darum, bei Linearkombination, dass man immer einen Startpunkt hat und einen Zielpunkt. Als Startpunkt in ein Koordinatsystem kann man immer den Koordinatenursprung wählen, das ist ja das Einfachste, was man machen kann. Und das Ziel ist natürlich dieser Punkt D, was wir hier an der Stelle suchen. Also, kurz gesagt, wir wollen den Ortsvektor zu D bestimmen. Wir erinnern uns, der Ortsvektor zu D ist eigentlich nichts anderes als der Punkt D geschrieben als Vektor. So, dafür brauchen wir jetzt einen Alternativweg von O nach D. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wir versuchen einer der kürzeren hier zu erwischen. Beispielsweise könnten wir jetzt erstmal von O zu A gehen. OA kennen wir, das ist ja der Punkt A geschrieben als Vektor. Und der kürzeste Weg wäre natürlich dieser Vektor AD hier. Den kennen wir allerdings nicht, weil wir D nicht kennen. Aber wir befinden uns in einem Parallelogramm. Das bedeutet, dieser Vektor hier BC ist identisch mit AD. Und den kann man sich einfach gedanklich hier an der richtigen Stelle verschieben. Dadurch hat man sozusagen die Linearkombination. Also, als Schlussfolgerung könnten wir sagen, OD ist das gleiche wie OA
plus statt AD nehmen wir dann den Verbindungsvektor BC. Und das können wir auch dann kurz ausrechnen. Also OA, wie gesagt, das ist der Punkt A, geschrieben nur als Vektor, 1, 1, 1 in diesem Fall, plus den Verbindungsvektor BC, wir erinnern uns, das bedeutet C minus B. Also 5 minus 7 sind minus 2, 6 minus 4 sind 2 und minus 1 minus 7 sind minus 8. Also das war Punkt A und das war hier C minus B. Dann fassen wir das Ganze zusammen und kriegen den Ortsvektor OD raus. Also an dieser Stelle können wir dann sagen, 1 minus 2 sind minus 1, 1 plus 2 sind 3 und 1 minus 8 sind minus 7. Schlussfolgernd können wir sagen, die Koordinaten des Punktes D lauten dann minus 1, 3 und minus 7. Ich habe bereits vorher erwähnt, das ist nur eine Möglichkeit. Natürlich können wir auch noch andere Linearkombinationen hier bilden, um D zu bestimmen. Als kurzes Beispiel, wir könnten auch von O nach C gehen zuerst und dann müssten wir von C nach D wieder die Vektorkette schließen. Und statt CD kann man den Vektor BA nehmen, den man bestimmen kann. Also auch so würde es gehen, als alternativer Lösungsweg. In unser zweiten Beispiel möchten wir einen Punkt A an einen Punkt B spiegeln und dann entsprechend die Koordinaten des Spiegelpunktes oder Bildpunktes A' bestimmen. Auch hier können wir uns kurz anhand einer Planskizze das Ganze ein bisschen besser vorstellen. Also nehmen wir mal an, hier ist Punkt A und hier hätten wir dann Punkt B. Wenn wir A am B spiegeln, taucht natürlich auf die andere Seite von B noch diesen Bildpunkt, dieser Bildpunkt A'. Und B ist natürlich genau die Mitte zwischen A und A'. Auch hier kann man am einfachsten im Koordinatenursprung starten. Also O ist unser Koordinatenursprung. Und unser Ziel ist natürlich A', die Koordinaten des Bildpunktes. Gut, alternative Lösungswege von O zu A'. Man hat hier mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre erstmal zu Punkt A zu gehen und dann zweimal diesen bekannten Vektor AB dran zu hängen. Oder eine noch kürzere Möglichkeit, die ich jetzt auch gleich anwenden werde, ist direkt zu Punkt B zu gehen. Und statt dieser Vektor BA', was wir nicht kennen, nennen wir natürlich den Vektor AB. Der ist ja identisch mit BA'. Also, die passende Linearkombination lautet dann OA' ist das gleiche wie OB plus der Verbindungsvektor oder Richtungsvektor AB. Dann setzen wir kurz ein. OB ist nichts anderes als 7, 4, 7. Und dann plus Verbindungsvektor AB, das bedeutet B minus A. 7 minus 1 sind 6, 4 minus 1 sind 3, 7 minus 1 sind wieder 6. Dann fassen wir das Ganze zusammen. Dann haben wir 13, 7 und wieder 13. Das ist der Ortsvektor OA'. Also entsprechend auch gleichzeitig die Koordinaten des Punktes A'. Übrigens, Spiegelung ist ein wichtiges Thema. Das sind jetzt nur die Grundlagen. In anderen Tutorials wird das Ganze ein bisschen näher besprochen. In unserer dritten Beispielaufgabe wollen wir die Koordinaten des Mittelpunkts bestimmen. Wenn ihr an dieser Stelle das Gefühl habt, ihr habt das Thema verstanden, dann könnt ihr gerne auch auf Pause drücken, selbst die Aufgabenstellung lösen und dann mit meinem Ergebnis vergleichen. Also, wir haben zwei Punkte, A und B. Und natürlich versuchen wir uns das Ganze wieder als Planskizze vorzustellen. Also, hier ist Punkt A beispielsweise, hier ist Punkt B. Und was wir möchten, ist die Mitte zwischen A und B, also M, dieser Punkt M. Dafür wählen wir wieder einen Startpunkt, unser Koordinatenursprung, und sagen, okay, eigentlich möchten wir den Verbindungsvektor OM bestimmen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, zu M zu kommen, entweder über B oder über A. Wir entscheiden uns für B jetzt. Also, wir können sagen, wir gehen erstmal von O zu B und dann käme dieser Vektor BM hier an dieser Stelle. Natürlich ist er unbekannt, aber BM ist genau die Hälfte von BA und Vektor BA können wir aufstellen.
Also, entsprechend wird unsere Linearkombination wie folgt lauten. OM, besser gesagt Vektor OM, ist dann Vektor OB plus 1/2 mal Vektor BA. OB ist dann minus 1, 0, 5 plus 1/2 mal, und BA bedeutet natürlich A minus B. 3 minus minus 1 sind 4, 4 minus 0 sind ebenfalls 4 und 1 minus 5 sind minus 4. Das Ganze dann zusammengefasst. Der hintere Vektor wird alles geteilt durch 2, deshalb minus 1 plus 2 ergibt dann entsprechend 1. 0 plus 2 sind selbstverständlich 2 und 5 minus 2 sind dann 3. Also der Mittelpunkt hat dann die Koordinaten 1, 2 und 3. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man diesen Mittelpunkt bestimmen kann. Ich wollte jetzt einen Lösungsweg mit Hilfe der Linearkombination vorstellen. Ich habe dir jetzt ein paar typische Beispiele für Linearkombinationen gesehen. Deshalb an dieser Stelle noch zwei kurze Hinweise. Linearkombinationen ist echt eine der wichtigsten Grundlagen in der Vektorgeometrie. Unter anderem kann man damit sehr oft unbekannte Punkte in dreidimensionalen Raum bestimmen. Und um ehrlich zu sein, gibt es kaum eine Abschlussprüfung, sei es Abiturprüfung oder was auch immer, wo diese Grundlage nicht abgefragt wird. Und zum Schluss ein mathematischer Witz aus der untersten Schublade. Und zwar, was macht denn ein Mathematiker auf der Toilette? Ich gebe euch einen kleinen Hinweis.